Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Football Manager 23. Ja, gegen Viktoria Köln haben wir leider verloren. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Hartes Tackling. Deswegen hoffen wir mal, dass wir jetzt ja, besser spielen. Beziehungsweise das Spiel diesmal gewinnen. Aber erstmal abwarten, ne? Man weiß ja nie. Von daher, wir gucken mal. Der Skenderovic ist auch nicht mehr lange verletzt. Wie lange ist der denn noch verletzt? Ja gut, 1 bis 3 Tage, da kriegen wir gebacken. Ach ja, genau. Ich wollte nämlich was ändern. Und zwar das Training von dem Knöchel. Das wollte ich ändern, denn ich habe jetzt mal nochmal Gedanken gemacht und habe mir den Entschluss gefasst, dass er doch die Ausdauer ein bisschen trainiert. So, dann haben wir das nämlich auch. Trainingsplan wurde geändert, okay. Dann machen wir einen Posteingang am besten. Steinert hat sich verletzt. 1 bis 2 Tage, okay. Zum Glück nur 1 bis 2 Tage. Ist nicht so lange. So, Halle gegen Meppen. Hier haben wir sonst nichts Besonderes. Meppen gewinnt 0 zu 1 gegen Halle. Ist damit auf Platz 3 jetzt. Pöri mit dem Tor. Mit dem Tor. Marvin Pöri. Falls er so ausgesprochen wird, da bin ich mir jetzt unsicher. Transferfenster schließt, ja. Den Lex und Bojomba haben wir doch noch nicht verkauft bekommen. Guck mal, ob wir das dann für die Winterpause dat regeln können. Den neuen Transferfenster. So, was haben wir denn hier? Rieder, empfohlenes Training, Kraft, Ballkontrolle und Flanken. Der Knüffel können wir ruhig machen. Der andere würde ich sagen, lassen wir jetzt erstmal. Anmeldezeitraum. So. Zack. Nicht gut genug. Ah, können wir von mir aus machen. Die drei habe ich mir nämlich schon mal angeguckt. Spieler großes Potenzial. Naja, ist alles runtergegangen, außer Führungsqualität, ne? Anscheinend wird er in der U19 nicht so gut gefördert. Weiß ich nicht. Kann möglich sein. Kann auch sein, weil der Trainer nicht so stark ist. Das kann nämlich alles möglich sein. Aber den Knöffel haben wir ja zum Beispiel hochgezogen. Und ich hoffe, der macht auch was daraus. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, ob er daraus was macht. So, alles klar. Top-Geschäfte Transferfensters. Meiste Ausgaben. Dresden mit 400k. Meiste Zugänge Viktoria Köln. Ja, gut. Das ist ja alles Dings, ne? 801.000. Ui. Das ist natürlich nicht so berauschend, ne? Aber ich sag mal so, wenn wir aufsteigen, gibt es nur Plus. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Wir sind gut dabei. Ich hoffe, da bleibt es so. Bleibt so. Wäre natürlich super. Zusammenfassung: Glück, Knöpfer. Nee, lasse ich. Okay, Form loben: Wein und Heller. Ja, können wir gerne machen. Er ist geknickt. Zindric verletzt. 2 bis 3 Monate. Ui, 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 ui. Eieieiei, das ist schon lange, muss ich sagen. 2 bis 3 Monate. Das ist für einen jungen Spieler nicht
für seine Karriere nicht so super, ne? Würde ich sagen. Ja, also die Arbeit läuft super, das ist schon mal gut. 2 minus, 3 plus, 3 plus, 3 plus, das ist schon mal gut. Von den Fans her auch 2. 2 minus 3 Taktik. Ja, die mögen die Taktik, okay. Ratschläger, Skenderovic, Moll, Wein, Steinhardt, Lannert. Da müssen wir mal gucken, ne? Wie wir spielen. Nathan Wicht, boah, der hat 2 Buden geschossen. Ist schon krass, muss ich sagen. Na komm, können sie machen. Ah, wir haben einen Chefsportwissenschaftler jetzt. 27 Jahre alt. Oldenburg gegen Osnabrück. 1:1. Unentschieden. So, wir können wieder einen Spieler loben. Haben wieder sehr positiv trainiert. Das ist immer gut eigentlich. Deswegen. Kobylanski. Loben, Training. So. Ja, wir können auch mehrere loben, so sind nicht. Weil eigentlich sind immer viele dabei, die gut trainieren. So, Skenderovic kann ohne Probleme spielen, das ist schon mal super. Deswegen wird er auch dann direkt eingesetzt, der Skenderovic. Lex kommt raus, Lakenmacher kommt rein. Ansonsten würde ich alles so lassen, ne? Obwohl, ja, das war nicht so gut. Deswegen kommt der Wein auch wieder rein, Verlat auf die Bank. Moll kommt für Niklas Lang. Ja, dann würde ich alles so lassen. Ne? Wie sieht es bei ihm aus? 45 Minuten kann er maximal spielen. Naja, lassen wir's. Das lassen wir. Das ist alles okay. Das haben wir nicht so eingestellt, oder? Haben wir das so eingestellt? Nee, das nicht. Ja, machen wir mal. Ah doch, das haben wir, glaube ich, so eingestellt, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir das so. Machen wir wieder weiter. Greilinger, ne? 75 Minuten. Ich glaube, ich packe mal den Greilinger auf der linken Seite. Wir schauen mal. Vielleicht nützt das ja auch was. Wir schauen mal. So, Lannert soll für Gooden, Moll für Deichmann, Skenderovic für Lakenmacher. Haben wir doch. Haben wir das nicht? Doch, haben wir doch. Schon sagen, hä? Na gut. So, Greilinger fehlt dann an Spielpraxis. Na, mal sehen. Schauen wir mal, was er da so vorne fabriziert, der Greilinger. Bin ich mal gespannt. Gegen den MSV aus Duisburg. Schauen wir mal. Skenderovic ist auch wieder fit. Bis jetzt hat er 4 Buden geschossen. Mal gucken, vielleicht macht er heute sein fünftes. Da warten wir doch erstmal ab, würde ich sagen, ne? Was haben die? Makridis haben sie, glaube ich, neu. Der spielt doch normalerweise bei Regensburg, oder? Ich meine ja. Nihuis weiß ich jetzt nicht. Habe ich auch gerade gesehen, aber ich weiß nicht, ob der schon vorher da war oder nicht. Aber gut. Anstoß, Buadus. Bacalords. Knoll. Kölle. Makridis. Makridis ist am Ballbesitz, aber kein guter Pass von ihm. Da muss der Hiller sich auch nicht besonders anstrengen. So, Einwurf durch Kevin Godin auf Skenderovic.
Boden. Flanke. Ja, Greilinger kriegt er natürlich nicht. Der ist auch nicht allzu groß. Sehr schön gemacht, Deichmann. Hat sich den Ball geholt. Greilinger im Ballbesitz auf Skenderovic. Ja, er schießt rechts vorbei. Schade. War schon die erste Chance für uns. Mal gucken, wie es weiterläuft. Minuten rum. Passiert jetzt nicht allzu viel, muss ich sagen. Ich muss mal eine, ich ändere mal eine Sache, liebe Leute. Und zwar das hier. Einen Moment. Wo haben wir es? Hier. Das machen wir mal aus. Weil wir machen lieber so, dass das per Dings gemacht wird. Dass die Innenverteidigung, die den Spiel aufbaut. So, jetzt Eckball durch Goden. Schauen wir mal. Skenderovic kriegt den Ball nicht. Mogala, Kubilanski. Jawoll. 1 zu 0. Kubilanski. Vorlage war, glaube ich, Morgalla, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir ja nochmal schauen. Wir gucken nochmal Morgalla. Ja, da war Morgalla. Sehr schön gesehen. Kubilanski dreht sein und dann perfekt abgeschlossen. 1 zu 0, liebe Leute. Jawohl. Sehr schön. So, direkt Anstoß wieder. Kommt jetzt Duisburg mit einer Chance. Nein, wir holen uns den Ball wieder. Skenderovic direkt auf Kubilanski. Ah, der verliert wieder den Ball. Oh, Stoppelkamp ist von dem verletzt. Lannert jetzt im Ballbesitz. Auf Greilinger. Und da ist das 2 zu 0. Fabian Greilinger. Jawohl. Sehr schön gemacht. Ja, Stoppelkamp, wie gesagt, verletzt oder angeschlagen. Ja, Lannert holt sich dann den Ball. Und läuft und läuft und Greilinger, perfekte Situation und dann das 2 zu 0. Sehr schön gemacht. Ja, mal gucken, was hier passiert. Bis jetzt passiert noch nichts aus dieser Situation. Bitter. Flanke, Lannert, Greilinger jetzt im Ballbesitz, aber verliert den Ball direkt wieder. So, Duisburg spielt erstmal nach hinten, baut wieder langsam auf. Je nach Situation gebe ich ein Lob. Also wenn jetzt kein Tor fällt. Ne? Makridis. Ah, nochmal Glück gehabt. So, Einwurf für uns. Goden durch auf Morgalla. Stendera, Goden, Morgalla. Rieder, Wein. Morgalla, Wein, Kobylanski. Goden. Ja, die spielen jetzt ganz langsam, bauen sie auf. Wir haben ja Zeit, wir führen ja 2-0. Greilinger jetzt im Ball. Ah, kriegt er nicht ganz. Skenderovic nochmal mit dem Kopfball. Aber daraus wurde nichts. Aber die machen ein gutes Spiel. 2-0 führen wir. Vier Schüsse, zwei aufs Tor, beide gingen rein. So, wie sieht's aus? Kubilanski könnte sich eine Knöchelprellung zugezogen haben. Ja, könnte, ne? Dann würde ich sagen, dann kommt der Knöffel rein. Dann spielt der mal von Anfang an, würde ich sagen. Was heißt von Anfang an, ne? Deichmann jetzt. Skenderovic! Schade. Schöne Chance. Noch 2 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Und ja, aus 2 werden 4. Stoppelkamp hat sich nämlich verletzt. Ei, da würde ich sagen, gute Besserung.
an den Stoppelkamp. Versteht es aufgrund seiner Verletzung, ja. So, weiter geht's. Zweite Hälfte. Mal gucken, wie es weitergeht. So, Stendera jetzt erstmal. Ah, Knöffel kriegt den Ball nicht. Ja, da muss ich erstmal dran gewöhnen, der Knöffel, ne? Ist ja klar. Kam aus der U19. Oder? Aus der zweiten kam der. Ja, der braucht erstmal ein bisschen Spielpraxis und so, damit der reinfindet, der Knöffel. So, Knoll. Und da ist das 2 zu 1. Aziz Bouadouz mit dem Freistoß von Knoll. Sehr schön gemacht. Da war die Abwehr nicht ganz zur Stelle, würde ich sagen. Naja. Dresden führt 2-0 gegen Dortmund 2. Rutschke, der Torschütze. So, ich hoffe, dass. So, Stendera jetzt mit dem Freistoß. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, da rächt sich nicht. So, dann würde ich sagen, wechseln wir gleich mal aus. Der Skenderovic, der. Ja, der ist heute kein Unterschied, würde ich sagen. Note 6,5. Dann würde ich sagen, packen wir mal den Lakenmacher rein für Skenderovic. Und ich würde jetzt mal den Vrenici für Greilinger reinpacken, weil der sowieso nur 75 Minuten spielen sollte. So. Chance wahrscheinlich für Duisburg. Schauen wir mal. Sommerkriedis. Aber wir kriegen den weg. War nicht ganz. Gefährlicher Weitschuss von Duisburg. Essen führt 1-0 gegen Aue. Enali ist der Torschütze. So, Lackenmacher und Renizi sind jetzt drin. Ich bin mal gespannt. Gooden mit dem Einwurf auf Rieder. Der auf Wein. Gooden wieder. So, Deichmann. Lannert. Auf Deichmann wieder. Wurde abgeblockt. Wein versucht es aus der Distanz, aber daraus wurde nichts. Jetzt Müller mit dem Abstoß. Weiter Abstoß. Aber wir kriegen den Ball wieder. Lannert. Vrenici auf Deichmann. Lakenmacher. Ah, macht er nicht rein. Aber es gibt noch mal Eckball. Goden. Noch mal Goden. Passt nach hinten auf Renezi. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ein Hauch von nichts, würde ich mal sagen. So, 75. Minute. Würde sagen, dann kommt der Moll mal rein für Wein. Und der Verlat kommt mal für Tim Rieder. So, müsste reichen. Ich hoffe, kriegen jetzt nicht noch ein Tor rein. Stendera jetzt mit dem Freistoß. Naja, Deichmann Vrenici. Schade. Aber die Chance ist noch nicht zu Ende. Wer kriegen wir noch eine Chance? Euer Duisburg. Ja, Duisburg im Ballbesitz. Holt euch den Ball, Jungs. Ja, sehr schön gemacht von Goden, aber auf den gegnerischen Mitspieler, auf Stierlin. Goden blockiert den Schuss, das ist schon mal gut. Wichtig. So, Knoll mit dem Eckball jetzt. Bin ich mal jetzt gespannt. Ah, gut, abgewehrt, aber Duisburg ist noch im Ballbesitz. Nochmal abgeblockt. Oh, Hiller hat den ganz sicher jetzt. Aber die Chance ist noch nicht zu Ende. Weiter Abstoß. Auf Lakenmacher, der kriegt den auch noch. Lakenmacher jetzt macht er das Ding. Nein, natürlich nicht. Den hätte der Junge machen müssen. Naja, wir schauen mal. 2-1 noch für uns. Noch ist das Spiel noch nicht zu Ende. So, Lannert jetzt mit dem Einwurf auf Verlat. Auf Morgalla, der zurück auf Hiller. Auf Goden.
Godin immer noch im Ballbesitz. Ah, schießt, aber der geht drüber. 15 Schüsse hatten wir, 4 aufs Tor. Das müssten noch mehr werden, ey. Also aufs Tor. Jetzt in 5. So, Duisburg im Ballbesitz. Ah, ist abseits gewesen, zum Glück. Sonst wäre das Ding drin gewesen. Makridis kriegt auch nochmal Gelb für Duisburg. So, 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, das dauert nicht so lange. So, jetzt nochmal Abstoß von Duisburg durch Müller. Duisburg immer noch im Ballbesitz. So, Knöffel holt sich den Ball wieder. Mogalla auf Renizi, aber der kriegt den nicht. Ladenmacher. Ah, hüpft den nach vorne, aber nur um Zeit zu sparen. So, jetzt nochmal eine Chance. Knöffel. Ah, der Ball wird ihm weggenommen, aber der Schiedsrichter pfeift dann ab und wir gewinnen am Ende mit 2:1 gegen den MSV Duisburg. Das ist schon mal eine schöne Sache. Das ist auf jeden Fall auch wichtig gewesen, damit wir nicht in so einen Abwärtstrend kommen. So, Dresden gewinnt 2:0 gegen Dortmund 2. Saarbrücken gewinnt 2:0 gegen Wiesbaden. Halle verliert 0:1 gegen Ferl. Essen gewinnt 1:0 gegen Aue. Meppen spielt 0:0 gegen Elversberg. Elversberg ist ja unser nächster Gegner. Kubilanski, 1 bis 2 Tage, da ist alles gut. Greilinger darf jubeln. Spieler der Woche. Wein ist eine Legende. Man, ja, wenn man es nimmt, ne? Ja, 2:1 gewonnen, das ist schon mal, wie gesagt, super. Ja, der ist nichts für uns. Obwohl eigentlich schon, ne? Also, wenn man sich guckt, ich frage mich nur, sollte Notfall gekauft werden? Ich frage mich, wieso. Wenn man hier guckt, Flügelspieler, der hat eigentlich alle Attribute für Antizipation, okay. Ja, das andere kann man alles lernen. Der ist 20 Jahre alt. Versteht einer den Sinn? Der hat auch keinen Vertrag mehr, oder? Vertragdetails. Hannover. Ja, bis 24 hat der Vertrag, genau. Ja, dann könnten wir den zum Beispiel auch mal ausleihen, wenn wir in der zweiten Liga spielen oder so. Ja, der wäre interessiert wahrscheinlich, wenn wir in der zweiten Liga spielen würden. Dann wäre der interessiert. Kann ich jetzt schon sagen. Ja, Trainingsbericht, kein Fortschritt. Ja, sieht man auch. Ja, die einen trainieren super, die einen trainieren schlecht. So, Zwickau spielt 1:1 gegen Viktoria Köln. Freiburg 2 spielt 1:1 gegen Ingolstadt. Alles klar. Wir spielen als nächstes auf jeden Fall gegen Elversberg auswärts. Naja, da bin ich auch mal gespannt. Stehen zurzeit auf Platz 12. Also wenn man sich die in echt anguckt, die reißen ja alles ab in der dritten Liga, ne? Naja, Bayreuth gewinnt 1:2 gegen Mannheim. Ein wichtiger Sieg. Damit sind sie aus den Abstiegsrängen weg. Auf Platz 14 sind sie jetzt. Sportvereinigung Bayreuth. So, wir gehen noch eine Runde weiter, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir auch schon diese Folge. So, Transfers sind ja vorbei. Hier sind noch die Länderspiele. Der Wicht hat auch gespielt. Ich weiß gar nicht, spielt er überhaupt bei Vaduz? Spieler, erste Mannschaft. Boah, die haben aber auch. Was ist das denn? Soll halt heißen. Eingewächs aus dem eigenen Alter. Ach so, Eingewächs. Ah. Zufriedenheit besorgt. Zwei Einsätze hatte der bis jetzt. Eine Vorlage. Ja, gut. Mogalla ist verletzt. 1 bis 3 Tage. Ei. Ja, ich hoffe, der ist gegen Elversberg wieder fit. Ansonsten müssen wir mit Verlat und Dings spielen. Rieder. Aber da schauen wir mal. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. So, gegen Duisburg haben wir ja gewonnen. Mal gucken. Elversberg ist der nächste Gegner. Schauen wir mal nach. Ich bin noch überlegen, ob ich was an der Taktik feile.
Da war das hier zum Beispiel raus. Ich würde sagen, das machen wir zum Beispiel raus. Ziemlich eng ist okay, ist auch eng. Ach, Kürze ist auch gut, Tempo, ja. Ja, der andere können wir eigentlich lassen. Spiel schnell fortsetzen, da brauchen wir auch nicht. Das, ja, da bin ich jetzt am Überlegen, ob wir ein bisschen. Wir machen mal auf Standard beim nächsten Spiel. Dann schauen wir mal. Weil, wie gesagt, wir kriegen ja viele Bälle nach hinten durch und dann gehen die Dinger auch manchmal rein. Dementsprechend müssen wir mal schauen, dass wir das ein bisschen im Keim ersticken. Würde ich sagen, Morgalla ist verletzt, wie gesagt. Aber mal gucken. Wird wahrscheinlich Fellaini reinkommen. Und dann wird der Lang dann auf der Bank Platz nehmen. Wie sieht es mit Novak aus? Fitnesstechnisch. Also Novak könnte wahrscheinlich wieder 90 Minuten spielen. Na, der wird dann auf jeden Fall auf der Bank Platz nehmen. In diesem Sinne würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage so lange Tschüss und bis dann.